Er ist einer der zielsichersten Schützen. Ein begnadeter Langläufer, eine Biathlon-Legende. Sven Fischer holte bis 2006 vielfach Gold mit seiner Königin, einem Sula-Gewehr. Es ist schon das schnellste System, also gar keine Frage. Und viele Athleten waren eben genau wegen diesem schnellen Ladesystem, weil das so schnell war, so eifersüchtig und haben gedacht, Mensch, du hast ja einen Riesenvorteil. Pluspunkte brachte ihm auch der Kälteschießstand, entwickelt zu DDR-Zeiten. Das war schon eine Weltneuheit und am Anfang war es so, dass man natürlich das für sich behalten hat. Bloß nicht weitererzählen, das ist ein Vorteil, den man hat. Suhl in Thüringen steht für präzise Sport und edle Jagdwaffen und stand einst auch für Kriegsgerät. Denn Suhl ist schon seit 700 Jahren die Stadt der Waffenmeister. Das Hauptgeschäft der Suhler Büchsenmacher heutzutage sind moderne und traditionelle Jagdgewehre. Die meisten kommen aus der Firma Merkel. 150 Mitarbeiter bauen tausende Gewehre im Jahr. Darunter sind handgefertigte Luxusstücke, die selbst alte Hasen immer wieder aufs Neue faszinieren. Weil das wirklich auch einen Wert darstellt, einen großen materiellen Wert. Ich meine, funktionieren tut auch eine einfache Doppelflinte. Die wird genauso ordentlich zusammengebaut. Aber es ist natürlich hier nochmal das ganze Aussehen, die Ästhetik, die so eine Waffe ausstrahlt, ist was Besonderes. Trotzdem, konstruiert und gebaut sind die Traditionsgewehre fast wie vor 100 Jahren. Schon immer waren die altmodischen Flinten der Renner. Zu DDR-Zeiten schmiedeten 2500 Büchsenmacher reich verzierte Luxusgewehre. Zigtausende davon verkauft ins Ausland. Kunden aus 40 Ländern kaufen bei Merkel. Sie lassen sich ihre Waffe wie einen Anzug maßschneidern, reisen sogar zum Maßnehmen an. Der alte Spruch, das Gewehr schießt und der Schaft trifft, hat dort große Bedeutung. Maßschaft ist halt ganz speziell. Dort wird berechnet Körpergröße, Armlänge, Halslänge, Fingerlänge. Also man muss, wenn man den Kunden sozusagen vermisst, braucht man sehr viel Erfahrung, Menschen lesen zu können. Bis eine solche Waffe den ersten Schuss abgibt, vergehen Monate. Und jede wird seit 35 Jahren von Lutz Morgenroth begutachtet. Nicht nur einmal. Zum Schluss ist das Gewehr eine Synthese aus Waffe, aus Optik, aus Munition. Alles muss zueinander passen. Wenn der Munitionshersteller zum Beispiel eine neue Patrone entwickelt, dann braucht er ein Gewehr dafür, damit diese Patrone verschossen werden kann. Und so ist der Prozess ständig im Laufen und im Entstehen. Es begann mit dem wertvollen Rohstoff, der in den Bergen rings um Suhl schlummerte. Roteisenerz. Vor 700 Jahren bestellten viele Städte vor allem Armbrustpfeile oder Harnische in Suhl. So um 1618 herum, zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges, waren daraus schon unzählige verschiedene Arten von Handfeuerwaffen geworden. Im Magazin des Suhler Waffenmuseums pflegt Michael Dürrkoop 3400 Exemplare aus allen Zeiten. Wir haben jetzt mal hier im Fundus zu stehen, eine Lundenschloss-Muskete aus dem Dreißigjährigen Krieg, Original Suhl, technisch schon genial gebaut. Denn wenn ich das Lundenschloss aufmache, hier wäre ja normalerweise das Stück Lunte drin, und ziehe den Abzug, dann geht er nach vorne und kann das Pulver anzünden.
Suhl ist das Großzentrum für die Militärwaffenproduktion. Suhl ist nicht berühmt geworden für seine Jagdwaffen, sondern für die Militärwaffenproduktion. Auch schon in dieser Zeit, alle großen Heere haben sich in Suhl berüsten lassen. Alle großen Heere, wir waren die Rüstkammer Europas. Und damit ein klares Angriffsziel. Suhl ist im Prinzip im 30-jährigen Krieg vernichtet worden oder platt gemacht worden oder geplündert worden. Es heißt aber in der Stadtchronik, dass es Monate später schon wieder die ersten Schmiedehämmer gab und auch wieder für Isolani, also für Wallenstein, Waffen geschmiedet worden sind. Es ging wieder aufwärts nach dem verheerenden Krieg. Und in den folgenden Jahrhunderten entstanden immer mehr Gewehrfabriken. Merkel, Greifeld, Hähnel, Krieghoff, Simson. Alle namhaften deutschen Hersteller saßen im Suhler Raum. Um 1900 gab es 58 Fabriken, die sich nun auch Jagdwaffen widmeten. Denn das Monopol für Kriegsgerät hatten sie verloren. Es gibt große Hersteller, es gibt Frankreich, es gibt England. Selbst die Amerikaner produzieren ihre Waffen dann selber. Der große Absatzbereich ist nicht mehr da. Aber trotzdem verlangt das deutsche Heer und auch ausländische Bewaffnung immer noch nach Suhler Waffen. Und es werden nach wie vor Kriegswaffen in Suhl gebaut und auch zu Stückzahlen verkauft. Hunderttausende gehen da raus, das ist überhaupt kein Problem gewesen zu der Zeit. Und die Welt wurde damit immer noch berüstet. Massenweise kam um 1915 das Maschinengewehr 0815 aus den Fabriken. Weil die Waffenmeister immer das Gleiche machen mussten, wurde 0815 zu einem geflügelten Wort. Bis heute. 0815 ist der berühmte Name, den jeder sprachgebräuchlich im Mund hat. Aber eigentlich ist es die Seriennummer oder die Herstellungsnummer 0815. Bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges stellten alle Suhler Büchsenmacher Kriegsgerät her. Jens Ziegenhahn ist die vierte Generation der gleichnamigen Familienfirma in Zellamelis bei Suhl. Er baut nur Jagdgewehre, Luxuswaffen, Flinten, Kipplaufbüchsen, Großkalibergewehre. Wer es sich leisten kann, kauft gleich mehrere bei ihm. Für jeden Einsatz gibt es eigentlich das ideale Gewehr. Hier haben wir beispielsweise eine Waffe, die ist für die Gebirgsjagd ausgelegt. Das ist eine sogenannte Kipplaufbüchse, eine Kipplaufwaffe mit nur einem Lauf, einem Kugellauf. Mit so einer Waffe kann man sehr weit präzise schießen, wird beispielsweise eingesetzt zur Gamsjagd, wird eingesetzt zur Feldjagd, wo es wirklich gilt, weit zu schießen. 12.000 Euro kostet ein solches Gewehr. Nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Zwischen 5 und 10 stellt Jens Ziegenhahn im Jahr her. Bis auf den Lauf und die Gravur fertigt er alles selbst. Er macht für seine Kunden fast alles möglich, wenn es mit seinen Prinzipien übereinstimmt. Ein No-Go absolut für mich ist irgendwas, was sicherheitsrelevant ist. Also wenn zum Beispiel ein Abzug, das Auslösen des Abzuges besonders leicht gehen soll, dann ist ein erhöhtes Unfallrisiko, weil natürlich so eine Waffe, wenn sie mal runterfällt, da kann sich auch ein Schuss lösen. Das wäre so eine Sache, wo ich sage, nein, bis hierhin und nicht weiter. Für Katrin Ludwig spielt Sicherheit eine große Rolle. Seit fast 3 Jahren ist sie Hobbyjägerin. Das wird man nicht einfach so. Mein Kurs dauerte 9 Monate. Also ich bin eine Frau, ich weiß, wie es ist, schwanger zu sein. Und genau so war es in diesem Kurs. Es gab Höhen und Tiefen, man musste mit völlig neuen Situationen auf einmal umgehen. Man musste eine Waffe in der Hand halten, man musste zum ersten Mal schießen. Das sind Dinge, wenn man schwanger ist, weiß man auch nicht so richtig, was auf einen zukommt. Ja? Und wenn man auf die Jagd geht, ist es ganz genau so. Das sogenannte grüne Abitur ist umfangreich. Biologie, Jagdrecht, Waffenkunde. Und die Jagd selbst verlangt Sensibilität. Das, was man immer auch beigebracht bekommt,
Man ist für seinen Schuss verantwortlich. Und wenn ich nicht 100% sicher sein kann, dass ich das Tier auch wirklich so treffe, dass es nicht leiden muss, dann lasse ich einen Finger gerade. Während der Jagdsaison ist sie zweimal pro Woche in ihrem Revier. Grundsätzlich geht es ja schon darum, dass man den Wildbestand auf einem vernünftigen Niveau hält. Ja, weil wenn man hier ein Stück Wald besitzt und der würde jetzt durch zu viel Verbiss beschädigt werden oder durch Schälschäden an den Bäumen, wenn die Rinde abgekaut wird, dann muss man dann schon ein bisschen regulierend mit eingreifen. Da denke ich schon, dass das eine wichtige Aufgabe von einem Jäger ist. Mein Ziel ist es eigentlich, das Wild zu erlegen, um das Fleisch zu erhalten. Denn besseres Fleisch gibt es kaum. Das wissen alle Jäger. In der DDR-Zeit waren die Suhler Jagdwaffen sehr gefragt, im In- und Ausland. Doch bis dahin hatte die Waffengilde schwer zu kämpfen. Die meisten Hersteller wanderten nach dem Zweiten Weltkrieg in den Westen aus. Fabriken wurden für Reparationsleistungen demontiert, nicht nur Baupläne, auch Konstrukteure mit in die Sowjetunion genommen. Wer blieb, durfte nur Jagdgewehre produzieren. Die waren anerkannt als Qualitätsprodukt, die halt aufgrund der Devisensituation halt relativ preiswert zu erwerben waren. Ja. Das hat sicherlich einen Ausschlag gegeben für die enorme Nachfrage. Ich kenne nur Zeiten aus DDR-Zeiten, wo wir die Pläne nicht erfüllen konnten, weil zu viele Aufträge vorhanden waren. Die Elite der Schützen traf sich regelmäßig in Suhl zu Wettkämpfen und zu Testläufen von neuen Gewehren. In Spitzenzeiten sind schon so 20.000 Gewehre pro Jahr über die Bühne gegangen. Und da handelt es sich ausschließlich um reine traditionell gefertigte Jagdgewehre. Das war keine Massenproduktion in dem Sinne, wie das heute bekannt ist, sondern es waren 20.000 handwerklich gefertigte Gewehre. Dadurch war ja auch dieser enorme Aufwand an Arbeitskräften notwendig, um solche Mengen überhaupt zu produzieren. Suhl wurde zu einer Industriestadt. Die thüringischen Büchsenmacher arbeiteten im Akkord. Die größten Abnehmer waren die Franzosen und die Schweden. Die guten Jagdgewehre waren ein Aushängeschild der DDR. Was kaum bekannt war, einige Büchsenmacher sorgten in der Zeit auch für die Bewaffnung von Soldaten. Also heute in der Welt zu finden ist als meistproduzierte Waffe sicherlich die Kalaschnikow. Kalaschnikow in dem Fall, was ich in der Hand habe, ist DDR-Produktion, und zwar die letzte Serienproduktion, die KMS-72. In Suhl gebaut wurde der Lauf, das Magazin und die Klinge vom Seitengewehr. Alles andere in Produktionseinheit im Wiesaar, im Erzgebirge. Dort war die Endproduktion und auch die Bestückung dann der Nationalen Volksarmee oder der anderen Sicherheitsbereiche. Das, was ich in der Hand habe, ist vorwiegend gedacht gewesen für die Grenztruppen der ehemaligen DDR. Die Kalaschnikow macht insofern den Mythos aus, dass man, ich sag's mal so oberflächlich, 10 gesunde Finger braucht, einigermaßen 11, 12 Jahre alt sein muss. Also im Kindesalter, 10 Minuten, Viertelstunde, weiß man, wie das Ding auseinandergeht, schießt, wie das zusammengebaut wird. Es hört sich traurig an. Das war dem alten Herrn Kalaschnikow auch seine Traurigkeit selber, dass er mit diesem Kindersoldat in Anführungsstrichen nichts anfangen konnte. Er hat übrigens immer bedauert, ich habe ihn ja selber kennengelernt, bedauert, dass das, was er mal konstruiert hat, heute in der Welt so berühmt und berüchtigt ist. Ein Geheimnis des Kalten Krieges liegt unter Suhl. Gut getarnt testeten Stasi-Mitarbeiter neue Entwicklungen,
in einem abgeschotteten Areal. Jetzt sind wir auf dem alten 100-Meter-Schießstand. Und das ist schon der Kugelfang hier gewesen, wo damals die Geschosse aufgefangen wurden hinter den Scheiben. Aber ganz schön gewütet. Ja, man sieht so. Und jetzt. Ja. Das siehst du ja. Arndt Ortleb war der Chef dieser Einheit. Zum ersten Mal seit der Wende geht er wieder durch den Schießstand. Und spricht auch zum ersten Mal über diese Vergangenheit mit Patrick Hoffmann, einem Buchautor und Sportschützen. Als sich Patrick Hoffmann ein Scharfschützengewehr kaufte, stieß er zufällig auf diese Geschichte. Hier wurde es entwickelt und getestet von 30 verschwiegenen Mitarbeitern. Monatelang recherchierte Patrick Hoffmann, bis er Arndt Ortleb ausfindig machte. Der 71-Jährige hat das SSG 82 maßgeblich konstruiert. Man hatte schon den Zusammenhang zwischen dem Gewehr und der Staatssicherheit, aber es gab keinen vollständig recherchierten Bücher oder Sachverhalte dazu. Und das hatte ich mir zur Aufgabe gemacht über den Antrag und auch, dass ich in allen Staatsarchiven zum Beispiel geforscht habe, auch hier im Thüringer Staatsarchiv, und auch sehr viele Akten gefunden habe, die halt vorher noch nicht gesichtet wurden. Neben dem Gewehr testete die Stasi auch Revolver. Es wurden dann auch noch andere Antiterrorbewaffnungen entwickelt, gerade bei Flugzeugentführungen, dass man da auch Waffen einsetzen könnte, die nicht unbedingt das Flugzeug beschädigen. Sozusagen, ich sage immer, es war ein programmierfähiger Revolver, mit dem man verschiedene Geschossarten beim Ziehen einstellen konnte und auch verschießen konnte. Also Platzpatronen, Schreckschusspatronen, Gaspatronen, aber auch scharf. Im Auftrag der Stasi wurden auch Waffen an den Westen geliefert. Zum Beispiel der Iran-Irak-Konflikt, wo wir im Prinzip den Iran beliefert haben. Das andere sozialistische Lager hat den Irak beliefert, durfte keiner wissen, war alles illegal. Wir haben dann unsere alten 762 Kalaschnikow aufgearbeitet und haben sie nach Iran geliefert. Dass die DDR Waffen mit NATO-Kaliber baute, ist bis heute kaum bekannt. Patrick Hoffmann will mit seinem Buch einen ersten Einblick in die Suhler Stasi-Produktion geben. Es erscheint in diesem Jahr. Nur ein paar Meter neben der Anlage trainierten die DDR-Sportschützen und ahnten nichts vom geheimen Trakt. Ihr Kälteschießstand war in den 80ern eine Sensation. Gut, es war zumindest eine enorme Herausforderung zu DDR-Zeiten, so eine Schießanlage zu haben, wo ich nicht nur eine Waffe kühle, wie es heute vielleicht üblich ist, sondern wo ich eine komplette Kühlzelle hatte, wo die Person mit Waffe drin schießen konnte, also wo ich unter naturnahen Bedingungen die Waffe testen konnte. Schießen bei minus 20 Grad. Sven Fischers Gewehr konnte so immer wieder verbessert werden. Nicht nur was die Kälteempfindlichkeit betraf, sondern auch die Schnelligkeit. Das hat bisher keiner gehabt. Sonst funktioniert ein Repetiergewehr immer, dass ich irgendwo einen Kammergriff habe. Den muss ich hochbewegen, den muss ich zurückführen, muss ich wieder schließen und wieder abgeben. Das war zum damaligen Zeitpunkt die Weltneuheit. Darauf gab es auch Patente und das konnte auch keiner nachbauen. Die Sportler haben mitgeholfen, auch Sven Fischer. Ich kann mich noch an Episoden erinnern, als wir die ersten Prototypen hergestellt haben und er fragt, wo ist denn die Schneeklappe an diesem Gewehr? Ich sage, was ist eine Schneeklappe bitte? Wir würden es ja gerne verwirklichen, aber ich weiß nicht, was das ist. Das ist dieses kleine Detail, was an der Waffe angebracht wird, um zu verhindern, wenn halt bei Schneefall die Waffe getragen wird auf dem Rücken, dass es zu Verschmutzung des Laufes kommt. Und ja, das sind so kleine Details, wo man dann was gelernt hat. Sven Fischer war bei allen drei Entwicklungsstufen als Berater dabei. Wussten wir natürlich auch nicht, wie reagiert jetzt die Biathlon-Union auf diesen Sachverhalt des Spannens des Gewehres. Es hat zwar nicht verstoßen gegen reine Abmessungen am Gewehr, aber es war halt eine andere Handhabung. Und Gott sei Dank, es ist durchgekommen.
Bis 2006 holte Sven Fischer 4-mal olympisches und 7-mal WM-Gold. Seinem Sula-Gewehr ist er bis heute treu geblieben. Und die Qualität hat ja bis heute gehalten. Also wenn man bedenkt, dass dieses Gewehr knapp 10.000 Schuss im Jahr und das über 20 Jahre geschossen wurde und immer noch präzise ist. Also die Qualität ist über, sagen wir, posthum, kann man schon fast sagen, hinaus natürlich noch 1A und spitzenmäßig. Was Sula-Qualität bedeutet, lernen junge Leute an der einzigen unabhängigen Waffenschule Deutschlands. Sie wollen Graveure oder Büchsenmacher werden. 20 Schüler kommen dafür jedes Jahr nach Suhl. Eine von ihnen ist Selina Hauptvogel aus Hessen. Ich finde es zum Beispiel einfach schön, wenn man morgens da hinkommt, bekommt einfach ein Stückchen Stahl. Und am Ende vom Tag sieht man dann halt, was man geschafft hat. Ja, zum einen gehe ich schon, seitdem ich denken kann, auf die Jagd. Und durch die Jagd hatte ich halt schon, wie gesagt, von klein auf mit Waffen zu tun. Und zum anderen ist mein Onkel Büchsenmacher und der war schon immer so ein Vorbild für mich, sag ich mal. Und ja, ich kann mir auch keinen schöneren Beruf vorstellen. Macht schon Spaß. Feilen, messen und wieder feilen. Das Handwerk braucht Geduld und Geschick. Nichts für Waffennarren. Der Alltag des Büchsenmachers sieht eher so aus, dass man wie hier jetzt in der Werkstatt steht und dann mal eben Metallvorderschaft an der Basküle anpasst und solche Arbeiten halt. Halt Metallarbeiten. Ist jetzt nicht, viele gehen jetzt hierher irgendwie mit dem, keine Ahnung, mit der Idee, hier hängt dann der ganze Raum voller Kalaschnikow und wir bauen dann nur alles auseinander, bauen wieder zusammen, gehen schießen. Also ich sag mal jetzt für denjenigen, der jetzt nur drauf aus ist, sag mal jetzt waffengeil ist und nur drauf aus ist zu schießen, ist der Beruf hier nichts. Büchsenmacher müssen sehr präzise arbeiten. In Deutschland durchlaufen alle Waffen, auch Importe, einen Pflichttest in einem der 6 Beschussämter. Suhl hat das älteste Beschussamt in Deutschland. Seit 1893 werden hier Kanonen, Pistolen und Gewehre beschossen. Prüfmeister Gerhard Hess checkt die Funktion der Waffe und vermisst sie millimetergenau. Alles muss 1A passen. Von der Patrone bis zum Verschluss. Dann darf das Gewehr seinen allerersten Schuss abfeuern. Mit Patronen, die einen 30-mal höheren Gasdruck als normal haben. Das Gewehr kommt dafür in eine speziell geschützte Kammer. Denn so manche Waffe hat es schon zerrissen. Zu meinem Schutz noch die Kopfhörer. Die Halterung, ein ausgedehnter Autoreifen. Der Auslöser, ein vorsichtig angelegter Strick. Ein einfaches Prinzip, das sicher ist, denn es wird von außen geschossen. Aus dieser Waffe, das ist eine neue Waffe, wurde noch nie geschossen. Und da besteht immer ein Risiko, dass eben der Lauf gesprengt wird, deshalb auch diese Panzerglasscheibe. Nach einer zweiten Messung bekommt das Gewehr alle wichtigen Kennzeichen und darf verkauft werden. Doch zuvor der letzte Schliff. Wobei Hendrik Frühauf weniger schleift, sondern als einer der gefragtesten Graveure in Deutschland für die Ausstrahlung der Waffe sorgt. Handwerkskunst für Königshäuser oder Scheichs. Der Meister seines Faches hat große Ansprüche an seine Gravuren. Und ich bin der Meinung, dass man auch beim zweiten, dritten Mal betrachten immer noch was Neues sehen soll, irgendwas Neues entdecken soll, dass der Kunde eben nicht nur sagt, okay, schön, dass er immer beim zweiten, dritten Mal betrachten immer noch eine Kleinigkeit findet und immer noch Freude hat.
Mit zwei Mitarbeitern arbeitet Hendrik früh auf in St. Kilian, ganz in der Nähe von Suhl. Sie alle sind Jagd- und Naturfans. Es ist, finde ich, interessant bzw. wichtig für einen Graveur, dass er eben mit offenem Blick Natur auch mal ist, mal sieht, wie ein Baum wächst, wie ein Baum aussieht, wie die Wurzeln aus der Erde rauskommen, wie dann der Ast, wie der Zweig bis zum Blatt sich alles ergänzt und das verläuft insgesamt. Das zum einen. Zum zweiten ist es, finde ich, auch für einen Graveur sehr, sehr hilfreich, wenn er selbst zur Jagd geht. Wenn er selbst zur Jagd geht, auch Bewegungsabläufe vom Wild sieht, das Wild Natur studieren kann, Eindrücke sammelt und die Eindrücke auch in der Gravur wiedergeben kann. Bis zu 400 Stunden arbeitet Hendrik früh auf an einer Gravur. Wildschweine, Elefanten oder auch die Ehefrau. Alles ist möglich. Ich habe viel Themengravuren gemacht über Genghis Khan bzw. über Gladiatoren und so weiter. Alles so Themengravuren, die es eben nur einmal gab oder einmal geben wird. Da muss man sich eben auch im Vorfeld muss man gut recherchieren, muss eben Fotos, Informationen sammeln und ja, das eben dann wiedergeben. Macht auch Spaß, ist eine Herausforderung, ist auch viel, viel Arbeit, die man am Computer oder in Büchern eben recherchieren muss, aber es macht auch Spaß. Eine hochmoderne Trainingsstation der besonderen Art ist das Schießkino am Hermsdorfer Kreuz. 180 Filme liegen für die Jäger bereit. Katrin Ludwig fährt zweimal im Jahr in eine solche Anlage. Das bringt ihr mehr als ein normaler Schießstand. Ich bin junge Jägerin, von daher muss ich trainieren, um einfach eine Routine für mich selber auch zu entwickeln, ein Gefühl für die Waffe zu entwickeln und letztendlich auch so eine jagdliche Situation gut meistern zu können. Ja? Weil das Herz fängt an zu bubbern und man hat dann schon die Aufregung und dann einen ordentlichen Schuss anzubringen, das ist schon nicht ganz einfach. Sie hat ein neues Gewehr dabei, auf das sie ein Jahr gewartet hat. Es stammt von einem Büchsenmacher aus der Nähe von Suhl. Handarbeit für viele tausend Euro. Das hier ist Handwerk und Handwerk ist einfach mit Liebe, Leidenschaft verbunden. Und da an der Stelle muss man einfach auch mal so ein bisschen die Lanze für die Handwerker brechen. Ja, die sind nicht günstig, diese Waffen, aber da steckt halt viel Liebe zum Detail drin, was auf einer Maschine einfach gar nicht so darstellbar ist. Von einst tausenden Büchsenmachern im Raum Suhl gibt es heute noch knapp 200. In 25 kleinen und großen Firmen. Traditionelle wird es immer geben. Es gibt ja immer Leute, die sind dann auch bereit dafür, dann auch mal eine Mark 50 mehr auf den Tisch zu legen, als jetzt, sage ich mal, so eine 0815-Waffe von der Stange, die irgendwo aus der CNC-Fräse gefallen ist. Das ist wirklich noch Handwerkskunst, das ist wirklich noch mit der Hand hergestellt. Das ist, jede Waffe ist ein Unikat, keine gleich der anderen. Und das ist das, was die Leute, denke ich mal, auch fasziniert an der ganzen Arbeit hier, die wir hier verrichten. Noch hat das traditionelle Büchsenmacherhandwerk aus Thüringen eine Menge Fans weltweit. Aber das wird nicht reichen. Die Generation, die wirklich noch ein extremes Gefallen an luxuriösen Waffen hat, wird irgendwann aussterben. Und es liegt eigentlich unserer Fantasie, wie wir auch in der Zukunft Menschen begeistern können, hochwertige, handgefertigte Waffen zu erwerben.